Servus! So, heute habe ich die 36. Woche überstanden. Ich war diese Woche leider sehr krank. Das habe ich eh schon am Mittwoch erzählt in meinem Update. Daher ja, dass das Update von der vorletzten Woche auch schon zu spät gekommen ist. Jetzt ist Montag. Ich hoffe, dass das jetzt noch rechtzeitig online kommt, dass es noch heute online kommt. Also, es war so, dass ich am Montag sehr stark krank war. Mein Freund ist extra für mich zur Apotheke gegangen. Also zur Apotheke, er ist direkt zum Arzt gegangen für mich und hat mir ein Medikament gebracht. Bakemet war das. Allerdings hat auf dem Bakemet schon also auf der Verpackungsanleitung ist umgestanden, dass man das in der Schwangerschaft mitnehmen darf. Dadurch habe ich es dann halt nicht genommen und habe dann am nächsten Tag meine Frauenärztin angerufen und die hat mir dann Paracetamol gesagt, dass ich wenig starke Schmerzen noch Paracetamol nehmen kann. Da habe ich dann eins genommen, dass wenigstens ein bisschen das Fieber runtergeht und die Gliederschmerzen ein bisschen weniger werden. Und hofft habe ich auch dadurch, dass eben das alles ein bisschen besser wird. Es hat aber nicht sehr viel gebracht, ehrlich gesagt. Ich bin noch immer krank, mein Herz vielleicht an meiner Stimme. Ich habe noch immer Gliederschmerzen. Ich habe, total verstopfte Nebenhöhlen. Meine Nase ist total verstopft, ich huste andauernd die ganze Zeit sehr stark. Und ja, also es ist jetzt nichts besser geworden bis jetzt. Ich war jetzt am Freitag innerhalb bei meiner Frauenärztin, weil ich mir schon ein bisschen Gedanken gemacht habe, weil ich so viel gehustet habe. Durchs Husten bin ich ja unten rum total angeschwollen gewesen, weil der Druck so nach unten geht. Also das Kind liegt sehr stark im Beckenbereich jetzt und jedes Mal, wenn ich huste, denke ich, aber hoffentlich platzt nicht deine Fruchtblasen. Ja, im Moment ist das ein bisschen unangenehm. Und heute habe ich ein bisschen weniger gehustet schon. Ich hoffe, dass das jetzt ganz aufhört. Das Einzige, was ich nehme eben gegen den Husten, ist den Tee und Honig. Ja, das ist ein Bronchientee. Der was aber auch wirklich nicht viel bringt. Mir kommt vor Nacht in die Huste dann noch mehr, weil dann der ganze Schleim rauskommen will. Aber ich bin zwar belegt, aber es geht nichts außer. Also es ist nicht so, dass, ich weiß nicht, normalerweise, wenn ich verkühlt bin, dann huste ich immer den ganzen Schleim außer. Aus der Nase kommt auch alles irgendwann einmal außer und nach 3 Tagen ist man gesund. Aber bei diesem Infekt bin ich schon mindestens 10 Tage krank. Richtig krank. Meine Tochter hat es zum Glück jetzt nicht mehr so stark, hat auch Zeitung sehr viel gehustet und jetzt haben wir jetzt alle umso besser. Mein Freund ist heute auch schon sehr gut beieinander und ich hoffe, dass ich jetzt auch noch diese Woche gesund werde. Ich mache jetzt auch eigentlich gar nichts. Der Arzt hat gesagt, ich soll nicht auf die Sonne gehen, weil die Viren durch die Sonne verstärkt werden. Deswegen gehe ich auch nicht mehr auf die Sonne und ja, bin eigentlich die ganze Zeit nur im Bett und liege um und hust. Dann eher langweilig, aber was soll ich sonst machen? Die Tochter wird natürlich auch gerne mit mir spielen. Ich meine, ich spüre halt vom Bett aus mit ihren und ich gehe halt zu ihren und spüre mit ihren. Aber umheben und das, was sie gerne hätte, das kann ich halt nicht machen. Ich meine, ist in der Woche wahrscheinlich eh nicht mehr so ideal. Ja, und ich glaube, das war es jetzt auch, oder? Bei der Frauenärztin war ich am Freitag, der Muttermund ist noch ganz zu. Das ist total gut. Und ja, nächste Woche habe ich dann eh schon den Krankenhaustermin. Da was wird da gemacht? Da wird dann wieder Ultraschall gemacht. Und ich glaube, an den Venenschreiber werden wir angehängt, glaube ich halt. Ja. Sonst war ich eigentlich nur krank die Wochen. Und eben der Druck nach unten wird immer schlimmer durchs Husten. Ja. Und das ist ein bisschen unangenehm. Ja, ist sonst noch irgendwas zum Erzählen? Na, wird wieder nur ein schön kurzes Update werden, aber es passiert halt nicht viel in einer Woche. Überhaupt, wenn man krank ist, passiert nicht viel. Die Nase ist so schön verstopft. Ich freue mich schon wieder, wenn ich jetzt meinen Tee kriege, weil mein Hals fängt schon wieder sehr zu kratzen an. Deswegen werde ich jetzt aufhören. Bis dahin, für dich!